Jetzt weiß ich auch, was das heißt, wenn da steht, reduziert die Schwierigkeit um 100. Also weil der Level halt ist dann 100 runter, ne? Die gekreuzten Schwerter. Ich muss ein neues Gefängnis. Ich würde gerne die auch drin behalten, tatsächlich. Eisenbarren und Bretter. Okay, kriegen wir hin. Müssten wir noch haben in entsprechender Menge. 7% auf 20 geschlürft, bis auf 45% geschlürft. Ah, ah, ah. Schlürf, schlürf, schlürf. Ah. Oh nein. Was ist? Ich glaube, ich habe nicht genug Eisen. Was? Für noch ein zweites Gefängniszellchen. Oh, scheiße. Ja. Ich würde den Schurken nämlich gerne zumindest drin behalten. Weil wir haben halt verschiedene Boni davon letztendlich. Hm. Ist egal. Ich komme jetzt nicht an. Na, wir müssen Eisen haben. Das haben wir halt nicht. Ist egal, dann mache ich den Schurken. Wir werden schon noch einen besseren Schurken finden irgendwann. Ist egal, ich mache den kaputt. Und dann passt das. Ja, 4 Eisenbarren fehlen mir. Das haben wir halt überhaupt nicht. Tja. Oder, ach, noch besser. Ich kann den unterwerfen. Nee, kann ich nicht. Wenn ich den jetzt unterwerfe, gebe ich ja meinen aktuellen auf, oder was? Ich weiß nicht. Ich probiere es einmal aus. Ha, geht nämlich nicht, weil ich unterworfen habe, alles klar. Also töten hilft nichts. Flatsch. Einsperren. Essen hast du auch was Leckeres. Gut, okay. Jetzt haben wir halt einen 80er Krieger drin. Reden auf der Karte. Was kannst du? Hm? Samira? Ich habe F gedrückt zu betreten der Höhle, aber irgendwie ist nichts passiert. Okay. Wie ist auf der Rückseite gerade? Irritierend. Sehr irritierend. Ja. Quarz, ja, hab noch nicht. Siehst du. Achso, aus Glas machen wir Flaschen. Siehst du, einer, guck. Aus Glas werden Flaschen hergestellt. So, ich geh jetzt mal Eisen holen, weil ich brauche mehr Gefängniszellen. Das geht ja so nicht. Wo bin ich denn jetzt? Weiß ja nicht, wo du bist. Wo bist du denn? Ich sehe dich auf der Karte auch nicht. Wo bist du? Hä? Ich wollte Höhle betreten machen, aber... Hä? Ich habe F gedrückt, aber irgendwie bin ich wieder vor der Höhle. Komisch. Ich gehe jetzt bei einer Markierung. Da ist eine Mine. Ich hoffe, da ist kein Gegner drin. Aber da ist viel Eisen, schätze ich. Weil großes Gebiet. Ich riskiere es einfach mal. Das Eisen brauchen wir einfach. Verdammt nochmal! Ich komme hier mit Baumwolle zurück gerade. Alles cool. Mann, 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 Mann. Hast du zufälligerweise Baumwollsaat aufgenommen? Nee, leider nicht. Too bad. Ich meine, 5 Stück sind ja hier hinten bei uns. Und blühen ab und zu mal. Ein 88% Arbeiter. Ja, geilo. Na, den brauchen wir. Fuck, aber wir haben nichts dafür. Nein. Was hast du denn gesagt, oder was brauchst du? Ich habe die Frage, ob das Ding als Diener was taugt oder als das andere. Ja, es ist halt. Ja, fuck. Bringt uns halt nicht per se was Gutes. Also, es ist ja kein Kämpfer vom Blut her, aber es ist für Ressourcen sammeln auch nicht verkehrt. Also, es wäre auch geil als Gefängniszelle, aber das haben wir halt nicht an Ressourcen gerade. Aber ich glaube, ein Arbeiter bringt es nicht als Diener. Weil der zu schwach ist, um was zu machen. Ist halt kein Kämpfer. Er müsste, wenn er echt ins Gefängnis rein. Oh ja. Oh fuck. Wolfsrudel. WTF. In 8 Minuten ist der andere fertig hier. Aha, wir brauchen so viel mehr Eisen. Scheiße. Boah. Eisen. Ist das wieder alles ärgerlich hier. Also findest du Ewigkeiten keinen mit hohen Werten, ne? Dann gehst du kurz mal raus, weil du was herstellen willst, um neue Sachen zu machen, und dann findest du mit hohen Werten und kannst dich auch nicht gehen lassen, einfach so. Also,
die Arbeiterin würde auf 36 Expertise aufsteigen, aber ich finde das trotzdem, wie gesagt, nicht so sinnig, weil es halt kein Kämpfer. Ich weiß nicht, ob er als Kämpfer auch schwach wäre. Trotz 36%. Ich würde die echt gerne als Sklaven haben. Klingt auch falsch. Versuche ich mal auszurüsten hier, gucken. Schaffst du es vielleicht, Eisen zu besorgen? Willst du wieder losgehen? Ja, ich habe meinen Diener jetzt dabei. Ich kann ja nicht. Dann stirbt die ja auf dem Weg. Wie dabei? Na hier, ich hatte die unterworfen gerade. Ich kann die ins Gefängnis sperren. Ich habe ja. Ich kann ja keins bauen. Also, soll ich ins Gefängnis oder soll ich jetzt Diener werden? Na, ich hätte ganz gerne Eisen. Du musst das Eisen abbauen. Weil sie ins Gefängnis soll. Genau. Ja, das war gerade die Frage. Ja, das habe ich nicht so verstanden. Ah ja, okay. Ja, okay. Moment. Ja, Moment. Oder warte, ich könnte. Ich könnte meine Eisenaxt in die Mimik-Tour reingeben und dann Eisen wieder rauskriegen. Nutze ich sowieso nicht aktuell. Ja, mache ich so. Vielleicht bringt's was. Reicht das? Nein. Weiß ich nicht. Sehe ich gleich. Ja, reicht. Hat mir 8 Eisen gegeben. Sehr schön. Okay. Hat mir quasi alles gegeben, was ich brauchte für die Axt. Okay, ich habe ein Eisen verbraucht dadurch. Eins verschwendet, ein Eisenbarren. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Ich brauche verstärkte Bretter, 2 Stück. Oh Mann. Da brauche ich wieder Eisen für. Egal, ich glaube, ich habe noch ein paar davon. Ja, das reicht. Alter. Die machen es einem nicht leicht, diese Sklaven. Nee. Im nächsten Kampf würde ich schön viele Gefängniszellen haben. Das ist natürlich nett. You look right at home. Das ist auch nochmal gesagt. Jetzt brauchen wir aber Fische so langsam. Oder Ratten. Brauchst du Ratten für irgendwas? Freiheit von dir. Achso. Wir trinken was für Shadow. Ich glaube gleich zweimal bestimmt wieder. Auf euch. Ja, zweimal. Okay. Hm? Lecker. Cool, geh ich jetzt angeln. Cool. Und ich besorge Eisen. Diesmal wirklich. Hoffentlich. War halt doch eine Angel, ja. Die Angel bekommst du oben im oberen Gebiet, oberen Schloss. Ach, zweite Etage oben. Samira? Eine Angel? Ja. Kannst du oben herstellen. Das Ding ist dafür, ist oben. Ich hab's nicht zerstört, ich hab's nur aus dem getan. Was brauche ich dafür? Das reicht jetzt tausendmal. Das kann ich dir nicht sagen aus dem Kopf. Na. Moment. Abbruch, Abbruch. Hey, Pfandpiraten, wie geht's dir so? Ganz schön schlecht. 13% Kompetenz plus. Hey, ich hab doch blauen Faden, wo ist denn der hin? Blauer Faden, keine Ahnung, hab reingenommen. Okay, hat auch Schuhe und Handschuhe. Was siehst du? Sammeln wir ein bisschen Sachen. Ja. Ja, wer trifft's ungefähr? Verlauf zu Hause. Hä? So gerade. Hä? Ach so, ich hab's. Oh, ist auch nicht fertig. Schön blöd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Danke. Na. Auf 4 Nummer, wo bist du denn schon wieder? Da vorne. Der läuft doch immer weg.
Ich hätte gerne so eine Kamera, dass man gucken kann, durch Kristallkugel, wie Shadow geht, ob er noch lebt. Ja, das hätte was. Mhm. Wie Shadow geht und ob er noch lebt. Ob er ihn begleiten könnte oder so. Hm. Vor allem kann man ja auch noch Ringe ausrüsten, ne? Finde ich fast schon viel zu kostbar, das zu machen. Weil die auch nicht gerade billig sind in der Herstellung. Mhm. Aber es gibt mega Werte. Oh, es gibt über 100 Werte zu bejagen, der Ring, den ich gerade habe. Mit Zauberkraft und Bewegungstempo, was eigentlich gar nicht gut sein dürfte, den Typen. Gibt mega Kraft dazu. Das ist ja. Ringe machen eine Menge aus, offensichtlich. Toll. Schön. Ja. Super. Aber ich kann hier einen Knochenring herstellen. Ich brauche dafür nicht sonst viel Materialien. Aber ich glaube, mehr als ich habe, oder? Ja. Knochenring ist ja kein Problem. Das kriegen wir ja locker gemacht. Wo ist mein Knochenring? Hä? Hey, ich bin gerade hergestellt. Ich hab gebrochen. Oh, da ist er doch. Ach, da ist er. Ist auch okay. Nicht ganz so wenig. Oh Mann, ey. Ist das kompliziert alles. Blutsens, Grabstaub. Soll er bekommen. Warte. Ach, das brauche ich dafür gar nicht. Okay. Na, ist egal. Nimm diesen besseren Ring, Fjellnoa. Aber es läuft. Der Ring macht echt viel aus beim Stauswert beim Sklaven. Das muss man mal so sagen. Das lohnt sich, das zu machen. Schauen wir mal, ob es für den Thron ausreicht hier. Puh. Also hat 88%ige Erfolgschance. Das ist natürlich echt nicht verkehrt. Für das dicke Gebiet hier, was mit Eisenerzknochen. Wie bitte? 11%? 14, glaube ich, ja. Habe ich gar nicht gesehen jetzt. Mist. Na, steht hier jetzt nicht. Aber eben auf der Ausrüstung und vor allem der Ring, also nicht der Standardring, sondern der zweite, der aufgewertete Ring, der zweite Ring quasi, der macht ihn schon ordentlich stark. Hammer Shadow, ich habe immer alles losgeschickt. Du bist eine Angel bewaffnet. Eisenerz, Höhlenritt, allgemeine Gipsbeute. Ich dachte, da gibt es noch eine Angel für Fischen, aber irgendwie. Ja, ich glaube, der fischt vielleicht. Ich glaube, es ist generell die Beute, die du da holst. Mm. Das glaube ich auch. Schwierig, jetzt ist die Frage. Hä? Hier hat er bloß eine 9% Erfolgschance, obwohl das Gebiet schwächer ist? Das ist ja ulkig. Wieso ist hier so hoch? Das ist sein Gebiet, weil jetzt bei den anderen beiden steht auch drin, das Gebiet da ist der besser und bei dem Gebiet ist der besser. Ja, nein. Ich habe hier den Bonus wegen Jagd in rauen Umgebungen. Das ist gerade bei dem ein Gebiet. Deswegen hat er da minus 100 Malus beim Gegner drauf. Das hilft natürlich sehr. Das ist gerade der Grund. Und, guck mal, krass! Wenn der seine 88% Trinks erfolgreich macht, bekommen wir 800 Eisenerz, 300 Knochen, 167 Höllentröten maximal. Und allgemeine Gebietsbeute, also irgendwas. Das ist gut für den Eintrag. Das ist richtig. Ich meine, klar, es dauert auch wieder 23 Stunden. Aber lass laufen, würde ich sagen. Aber im Angeln muss ich immer warten, bis hier wenigstens eine Blubberstelle auftaucht. Das ist scheiße. Das ist bestimmt ätzend. Aber das ist echt. Richtig kacke. Da denkt man sich aber auch tatsächlich, man müsste einen Server laufen haben. Wenn der Server an wäre, ne, würde es ja rund um die Uhr zählen, die Zeit hier. Dann würde jagen, während du quasi nicht online bist im Spiel. So musst du wirklich die Zeit spielen. Nämlich, das ist bei der 23 Stunden das Spiel noch spielen, bis da was kommt, das ist Ewigkeit. Ne, bis dann haben wir das Eisen selbst längst alles geholt. Ja. Das bringt uns nämlich nicht so viel tatsächlich. Also wir können fast darauf verzichten, das zu machen, würde ich behaupten. Trotzdem mache ich es natürlich. Weil wäre doof, wenn nicht. Aber naja.
Hier beim Angeln ist echt doof. Bis erst wieder die Blubberstelle kommt und ich kann wirklich nirgendwo anders die da angeln. Hm. Was habt ihr denn? Alles nicht so leicht. Hier zum Angeln, Fischen holen, was auch immer. In 30 Sekunden ist dein neuer Dienersack fertig, wie es aussieht. Ja. Ich meine, weiter mehr Glück, das läuft trotzdem weiter, wenn das Spiel nicht spielt, auch ohne dass der Server online ist. Ich weiß es nicht, weil geht er nach Computerzeit. Aber hätte er irgendwie auch, wenn er im PC ist, hier Zugriff auf die richtige Zeit, theoretisch. Vielleicht ist es auch daran gekoppelt. Mhm. Idealerweise. Nächstes Mal. Richtig. Das wäre schon ganz cool, wenn es so wäre. Ist hier ein, keine Ahnung, Spiel wie Pokémon auch so schon gewesen, dass es einfach so geht. Wäre sehr praktisch, weil ich keinen Server kaufen oder leasen möchte, was auch immer, um das zu haben. Ja, stell dir vor, wir spielen in der Woche wieder nicht, weil wir nicht dazu kommen und wir haben zack 3000 Ressourcen dazu bekommen, das ist ja auch mega awesome. Naja. Also, ich bin nicht lang genug dafür. Ich werde garantiert nicht jetzt 23 Stunden am Stück spielen und selbst wenn ich das tue. Du spielst so schnell neue und andere Spiele und spielst die anderen gar nicht mehr. Na, das Spiel kannst du ja durchspielen, das habe ich vor. Wow. Ich wie bitte? Ich spiele nicht 7 Days durch oder zu Ende. 7 Days hat kein Ende. Das hier kann man storymäßig durchspielen. Könnte sich komplett hochleveln bei 7 Days 2. Ja. Das hier kannst du durchspielen. Das hier hat eine Handlung. 7 Days hat keine Handlung. Es hat hier keine Handlung. Du kriegst Gegner, die eine Stufe haben. Es hat einen Progress. Du bist in Akt 2 gerade. Das hat ein Ende. Das ist abzusehen, laut dem Skill. Aber es ist keine Story. Es hat keine Handlung. Es ist schon eine Art Story. Aber ja, nein, das ist nicht so, was man jetzt denkt. Natürlich ist eine Handlung. Die Handlung ist, dass du deinen Vampir-Clan wiederherstellen sollst. Aber ja, natürlich ist es jetzt nicht, was du jetzt meinst. Ja, genau, richtig. Trotzdem bleibt es da, man kann es durchspielen, das habe ich vor. So. Pasta. Bolognese. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Doppelt doch. Schon wieder gesagt. Dreifach doch, doppelt doch, immer doch. Nö. Nö. Und gewonnen. Nö. Mega doch. Wedge. La, 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 la. Oh, was zum... Ich sehe gerade, ich spiele schon 3 Stunden. Ja. Ist mir eigentlich wirklich klar gewesen. Wird eine Herausforderung hier, was soll's. Ja, aber Angel ist doof, da muss ich einen losschicken. Ich habe ja eigentlich schon Shadow losgeschickt, mit Fische holen. Man hast du denn hinbekommen, mit dem losschicken? Ja. Genau, schicker Pfandpirat. Ja. Da muss ich auch mal nutzen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, aua, aua, fuck, 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 fuck. Oh, scheiße, scheiße. Oh, wie viele Gegner waren das hier? Ich bin tot, ja. Ja, das habe ich jetzt davon, mein krasses Gebiet hier erobern zu wollen. Alter, das waren gefühlt 100 Leute. Und 3, 4, 5 davon hatten Totenschädel gehabt. Das habe ich erst zum Ende, weil ich gestorben bin, gesehen. Mann, ich wollte so schön Eisen farmen. So nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Alter Verwalter. Hallo? Geht nicht. Ja? Nee, nicht du. Das Spiel wollte reagieren. Ach, du Kacke. Ja, das wird nicht so einfach, da was zu erreichen. Scheiße. Ich wollte Q und E drücken, meine Spezialangriffe, habe dabei 2-3 gedrückt, meine Waffen gewechselt, bin dadurch wenig Schaden und bla bla bla. Aha. Klack, 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 klack. Aber das Spiel ist schon recht hart zum Teil, ne? Es kann schon ein bisschen herausfordernd sein. Du kannst geringfügig. Mann, ey. Aber es muss eine Option geben, diese Diener-Sachen zum Sammeln zu reduzieren mit der Zeit, weil wenn du ganz normal spielst ohne Server und das halt ohne Server nicht gilt, dann bringt dir das eigentlich nichts. Weil ich innerhalb von, keine Ahnung, wenigen Spielstunden, wenn ich wollte, so viel Eisen locker selbst farmen kann.
Da brauche ich keinen 400 Stunden langen Diener hinstellen. Das ist eigentlich Käse. Was bekämpfen wir denn da? Schön, die haben sie gerade wunderbar gegenseitig zerpflückt. Finde ich in Ordnung. Kann ich mitarbeiten. Na? Ah, Dunkelheit, sehr schön. Warst du hier drin gewesen? Nee. Ach, das sind Skelette. Ach so, darum haben sie sich gehasst. Verstehe. Hm? Da liegen mal Sachen rum, als wenn schon jemand drin war, vor mir gerade das gelootet hat. Hä, haben die Menschen das hier geradet? Die NPCs und die ganzen Skelette gekillt? Das ist ja interessant. Erdbeben. Ach du Kacke. Hier ist ein Vulkan ausgebrochen. Hier ist gerade ein kleiner Vulkan ausgebrochen. Ach, der hat alles gekillt, alles klar. Hier ist so eine Erdspalte, hat was Grünes ausgespuckt. Mhm. Auf die Stelle, wo die ganzen Sachen lagen, die hier rumlagen. Also, ist offenbar voll Gegner gekillt. Hihihihi. Ah, das war eine ordentliche Eisenmine hier. So muss das sein. Jawohl, ja. Ja. Und die hat ausgespuckt, alles klar. Bam. Bam, 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 bam. Läuft. Ich bringe Eisen mit nach Hause. Nach Hause, Hause, Hause. Sollte ich nach Hause kommen? Das wissen wir noch nicht genau. My blood reserves run low. Das auch noch. Gefährlich in der Mine, das sage ich dir. Viele hohe Gegner, alles Untote, ich kann kein Blut saugen. Haben wir diese komische Spuckvulkan, der greift echt Gegner an. Das ist natürlich in Ordnung. Spuckvulkan? Ja. Der spuckt grünen Schleim aus. Was soll das sonst sein? Ja, du angelst dich, Samira. Stello, du Schüft! Ich habe jetzt schon 3 Stacks Eisen, was im Prinzip schon 700, 800 sind. Also was der halt in einem Tag zusammenfarmt. Das hat echt wenig. So, ich sah es nach einer hohen Zahl aus, aber dann 23 Stunden ist halt kacke. Da meine ich ja, es muss so weiterlaufen, sonst bringt das fast nichts. Und ein Erdbeben. Bin ich sicher? Ja, ich bin sicher. Erdbebengebiet tatsächlich? Ja, ich bin in der Mine und hier bricht halt dieser Schlund im Boden öfter mal aus. Faszinierend. Aber hier ist super geil zum Eisenerz abfarmen. Besser als in der Mine, wo ich vorher war. Wo man ständig angegriffen wird. Lohnt sich schon mal. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Hast du mein Schwert gesehen, was ich beim Diener geben wollte? Nein. Das ist ja nicht mehr. Wo war das denn? Nein, tun wir das. Aber gib deinem Diener auf jeden Fall einen Ring. Das ist wirklich sinnvoll. Naja, ich guck mal. Ach toll. Oh, guck mal. Vincent, der Frostbringer. Und gleich daneben ist Simon Belmont. Ja, läuft. Voll die gute Idee von euch. Fies. Wir wollen doch keine Zauberkraft geben. Ist doch Quatsch eigentlich, oder?
guckst dir an, was er an Werten ausrüstet. Er ändert das. Ist schon. Ich habe auch gedacht, das ist Quatsch, aber die Werte sind extrem gestiegen dadurch. Totengräberring. Das lohnt sich schon. Hast du jetzt mal einen Grabschuppen gepackt? Wie bitte? Grabstaub? Weiß ich nicht. Überall und nirgends. Grabstaub ist so eine Ressource, wo ich überhaupt nicht weiß, wo ich sie hin tun soll, irgendwie. Weil sie dafür irgendwann alles brauchen können. In meine Und-So-Kiste, wo es hingehört. Pflanzen und Tränke, wo es hingehört. Ja, gibt für mich keinen Sinn. Siehst du, das meine ich damit. Ich weiß, ich hole ihn damit. Aber erstmal stelle ich Eisen her. Kann ich aus den gewöhnlichen Topaz kleinere Topaz machen? Ich brauche natürlich den kleineren. Das ist eine gute Frage. Irgendwie soll es irgendwo gehen, glaube ich. Kann an einem Edelsteinarbeitstisch auf eine höhere, nein, aber nicht richtig. Hier ist noch Grabstaub, 18 Stück, und dann brauchst du in dieser Tour, wo ich gerade dran stehe. Ich habe ja auch so, hier habe ich so. So, Faden bekommen. Das Geile ist ja auch, auch wenn wir jetzt die 50.000 Stunden warten, wenn der Typ halt eine Chance hat von weniger als 100%, kann es auch immer noch fehlschlagen, ne? Und da hast du Ewigkeiten gewartet und es passiert gar nichts. Und du bist tot oder ja, so. Ja, das ist nebenbei. Das ist jetzt, ne? Naja. Ist auch noch Grabstaub drin, siehst du. Bisschen durchrödeln lassen. Aber wir haben zumindest jetzt sehr viel schöne verbesserte Blutresistenz. Das ist auch völlig in Ordnung. Also was herstellen können. Läuft doch. Alles klar, guck ich dann mal AFK. So. Sollen die Wollfäden hier in deiner Kiste drin sein? Bei Pflanzen und Tränke? Nee. Dann tue ich dir mal drüben hin, wo wir sie brauchen. So, Fun-Pirat, wirst du jetzt wieder? Fun-Pirat wieder, ne? Oh, der macht mich kirre. Hier irgendwo rum. Da mal stehen, hallo. Böser Fun-Pirat. Wie im echten Leben. Unangenehm. So. Jagdtalent 413. Ich auch noch was, aber das gibt's doch nicht. So, random Teil das Zeug. Fun-Pirat schicke ich dich irgendwo hin. So. Wollen wir eher noch ein Gefängnis aufmachen oder noch einen Dienersarg? Was präferierst du? Na, haben wir zwei zum Schlürfen? Reicht doch eigentlich. Naja, es ist gerade auch, geht ja nicht darum, dass man zwei schlürfen kann, sondern was die halt für Attribute haben. Ja, wenn wir zwei gute zum Schlürfen haben, dass du eins zum Trinken hast und eins zum Trinken hast, reicht doch völlig. Nein! Die haben verschiedene Attribute, wie gesagt. Gefängnis, dann brauchst du nur zum Trinken. So. Ja. Wenn wir zwei zum Trinken haben, mach die dann. Ja, nicht. Aber die haben verschiedene Attribute. Du trinkst zu der einen, hast keine Ahnung, Bonus auf Bewegungsgeschwindigkeit, bei trinkst zum anderen, hast du auf Stärke Bonus. Weißt du doch. Ja, die beiden reichen mir völlig. Ach. Wenn ich gerade gar nichts habe, lustigerweise. Hä, was habe ich denn für ein Blut? Der macht doch vier. Macht doch vier. Vier Käfige und den Rest dann noch an Dienersäge. Wir können sowieso aktuell noch einen weiteren Dienersack haben, insofern ja. Aber 16 Gefängniszellen, das ist nicht umsonst viel höher die Zahl. Hm. Aber erstmal muss ich irgendwas trinken, sonst habe ich gleich gar nichts mehr. Ach, komm mal durch hier. Wie viel Leben hat er hier noch? Wenn ich hier jetzt einmal was abzwacke, ne? Die Adrenalin-City kommt. Das erhöht sein Elend, ist auch toll. Ich glaube, die sterben irgendwann sowieso automatisch, oder kann man immer doch Elend abbauen? Ah, okay, doch. Hm. Verschiedene Fische mit verschiedenen Wirkungen auch noch dazu. Oh, kacke. Egal, erstmal Blut abzwacken von dem 80% hier. Stirb nicht, stirb nicht, stirb nicht, stirb nicht. Gott.
gönnen wir uns mal eine Runde. Dauert das länger, wenn wir die weiter wegschicken? Oder woran liegt das, dass sie so lange brauchen? Ich denke, es ist immer gleich, egal wohin. Also ich habe meinen sehr dicht dran jetzt, an das, wo ich gerade selbst dran gewesen bin. Das, nee. Dauert einfach so lange, weil es so lange dauert. Weil, wie gesagt, garantiert eine Sache ist, die halt passiv passieren soll, wenn du das Spiel halt nicht spielst. Damit du halt in deiner Abwesenheit trotzdem Ressourcen sammelst, weil das Spiel halt sehr ressourcenkostenmäßig ist zum Teil. Das ist echt die Frage, ob wir einfach was davon haben im Singleplayer, quasi Singleplayer. Non-Server-Game. So, ich habe meine beiden jetzt Fisch holen geschickt. Sehr gut. Haben gerade eine 70%ige Chance, was zu schaffen. Oh, hoffentlich stirbt er nicht dabei. Ich traue es ihm zu. Wollen wir sonst noch die eine Typi-Troller töten? Dann wäre ein guter Ring weg und so weiter. Ja. Ich meine, ich schätze, er kann ja auch looten, wenn er stirbt, aber keine Ahnung.